Hallo und herzlich willkommen bei Mind Videowissen in 100 Sekunden. Mein Name ist Elisa und heute geht es um die Legetricktechnik. Bei der ursprünglichen Erklärfilm-Legetechnik, erfunden von Simple Show, kommt ein ganz in weiß gehaltener Untergrund zum Einsatz, um einen ausreichend hohen Kontrast zwischen Objekten und Hintergrund zu gewährleisten. Die Videokamera wird dabei senkrecht und mittig über dem Untergrund positioniert und ist in der Regel fest montiert. Alle benötigten Objekte und Figuren werden im Vorfeld per Hand gezeichnet und ausgeschnitten. Diese werden animiert, indem eine reale menschliche Hand die ausgeschnittenen Objekte bewegt. Am Ende jeder Sequenz wischt die Hand die ausgelegten Elemente vom Tisch, die nächste Sequenz kann beginnen. Je nach Geschmack kann die Hand auch durch dünne Stöcke oder Fäden ersetzt werden, welche die einzelnen Elemente bewegen. Heutzutage ermöglichen moderne Zeichenprogramme eine digitalisierte Legetechnik, welche die Qualität der Erklärfilme deutlich hebt. Eine gleichmäßige Ausleuchtung, Synchronität von Bewegtbild und Sprechertext sowie nachträgliche Anpassungen sind mit der digitalen Technik präziser und schneller umsetzbar. Um den originären Charme der Legetechnik dabei nicht zu verlieren, werden die ursprünglich eingesetzten Hände oftmals digital in den Film integriert. Der Vorteil? Nicht die Animationen, sondern das Storytelling steht im Fokus. Durch den Verzicht auf aufwendige Animationen sind derartige Filme in der Regel schneller und kostengünstiger produzierbar. Mehr dazu wie immer im dazugehörigen Artikel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.